Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute möchte ich euch ein Buch zeigen bzw. einen Film empfehlen. Und dabei geht es nicht um irgendwie die beste Unterhaltung oder so eine spannende Geschichte. Also es ist spannend, aber es geht um das echte Leben und es geht um Umdenken. Im Zusammenhang mit Lernen, mit Schule und auch mit unserem Wirtschaftssystem. Und das betrifft ja eigentlich alle, weil die meisten Leute sind zur Schule gegangen und die meisten Leute überleben durch ihr Geld verdienen. Ja. Als erstes das Buch. Es heißt Und ich war nie in der Schule von André Stern. Das Buch habe ich schon länger, aber ich war jetzt vor kurzem noch an einem Vortrag von ihm. Und ja, im Moment ist das Thema bei mir ziemlich präsent. Also in dem Buch ist einfach sein Alltag beschrieben, wie er gelernt hat ohne Schule und ohne Privatunterricht zu Hause und auch ein bisschen die Vorgeschichte mit seinen Eltern, wie es dazu gekommen ist. Ja, finde ich sehr interessant zu lesen, eben so mit den Beispielen, wie er von Gitarre lernen, von, ja, technischen Sachen und so weiter. Eben zum Vortrag, er hat mir da auch die Filmerlaubnis gegeben, also ich werde ein paar Szenen am Schluss noch reinschneiden. Die Qualität ist nicht ganz so gut, weil ich kein Stativ hatte mit dem Licht und so weiter, aber ja, es kommt ja darauf an, was er gesagt hat. Den Film, den ich euch noch zeigen möchte, also zeigen, ich habe das Buch noch dazu gekauft. Heißt Alphabet. Ich war im Kino und habe den gesehen. Ich glaube, in Deutschland und in Österreich ist es schon früher gelaufen. Ja, worum geht's da? Also eben, es geht auch wieder um Schule bzw. die Zusammenhänge dahinter. Also sie haben da bei der Vorführung noch gesagt, dass es nicht um Bildung, sondern um die Haltung geht in diesem Werk. Ich lese sonst mal kurz hier den ersten Teil hinten vor. Angst oder Liebe? Wie wollen wir unsere Kinder ins Leben gehen lassen? Wollen wir sie auf eine Angstgesellschaft vorbereiten, in der es zu funktionieren gilt? Oder wollen wir, dass sie ein Leben in Freiheit, Verbundenheit und Glück führen können? Die Zeit ist reif für eine Veränderung unserer Denkweise. Dafür werden wir neue Ideen erfinden und neue Begriffe formulieren. Statt Erziehung kann Beziehung, statt Profit kann Wert, statt Angst kann Liebe stehen. Was jetzt ansteht, sind also nicht neue Buchstaben, sondern ein neues Haltungsalphabet. Ja, ich habe in einer Kritik über den Film gelesen, dass eben die Zusammenhänge gut beschrieben sind, aber halt keine Lösung. Wobei ich sagen muss, dass ich das von dem Film auch nicht erwartet habe, weil eben die Lösung besteht ja darin, als erstes mal umzudenken, dass überhaupt Veränderungen möglich sind im System. Eben wie gelernt wird, wie ja, die Schule aufgebaut ist, überhaupt auch wie, von was wir angetrieben sind, eben von der Angst oder der Liebe, gehen wir nur arbeiten, um irgendwie zu genügen oder weil es uns Freude macht und so weiter, all die Zusammenhänge. Also ich kann den Film sehr empfehlen, ich kann sonst den Trailer und noch verlinken. Ja, eben, es hat ganz viele verschiedene Sachen drin, vom System in China zu einem, der in unserem Breitengraden nicht so eine Arbeit findet, eine richtige. Oder der Lehrer mit Down-Syndrom aus Spanien, das ist auch eine coole Geschichte. Ja, eben. Es hat ganz viele Sachen. Und mir ist das Thema halt sehr wichtig, weil ich bin eigentlich immer gerne zur Schule gegangen, aber ich habe auch mitbekommen, dass eigentlich Schule irgendwann allen auf den Keks geht, beziehungsweise der Stress mit den Noten und eben das Lernen und so, und dass das eher negativ behaftet ist, und das finde ich sehr schade. Auch mit Arbeit, oder? Arbeit so schwerfällig und man darf ja bloß nicht lachen und so, aber ich habe irgendwie nie was, höchst selten was ich gemacht habe, als Arbeit empfunden, und einfach weil ich immer versucht habe, für mich rauszuziehen, was gefällt mir, was macht mir Spaß, und
Ich mag mich erinnern, als ich selber noch im Gymnasium war, da hatten wir auch mal so eine Diskussion mit unserem Lehrer, also die Klasse. Wir waren da im Fach Psychologie. Und die Frage war, würden Schüler ohne Noten lernen? Und ich war, glaube ich, so ziemlich die Einzige, die gesagt hat, ja. Die meisten hatten das Gefühl, nein, würden sie nicht. Aber das hat ja eigentlich nur was mit Konditionierung zu tun. Also, weil wir uns gewöhnt sind, dass wir müssen für eine gute Note und weil wir so bewertet werden. Aber ursprünglich lernen wir ja eigentlich alle gerne. Also, das, was uns interessiert, eben. Natürlich nicht immer lernt jeder alles gern, aber eben was. Und ja, bei mir gab es natürlich auch Fächer, da ist das irgendwie so ziemlich an mir alles vorbeigegangen. Also das war bei mir vor allem Geschichte und Fremdsprachen, was ich eigentlich sehr schade finde, weil ich interessiere mich so vor allem für die Menschen und gerade bei Geschichte, die da ja auch immer wieder dieselben Fehler begangen werden, so von der Menschheit, sag ich mal. Wäre ja das auch höchst spannend und auch die Fremdsprachen so, um in andere Länder zu reisen und Kulturen kennenzulernen, auch. Aber eben je nachdem, wie das Klima ist mit dem Lehrer und die Art und Weise und ja eben gerade bei Fremdsprachen, das ist ja was, das denke ich, müsste man irgendwie mehr im Alltag noch lernen und nicht nur eine Stunde da am Montag und eine am Mittwoch und ja, eben. Also ich bin jetzt, muss ich ehrlich sagen, froh, dass ich an die Uni gehe, weil da habe ich ziemlich viel Freiheiten und kann einfach für mich selber wieder rausfinden, was motiviert mich von alleine zum Lernen. Und ja, eben, es liegt einfach in meiner Verantwortung. Wenn ich die Prüfung nicht schaffe, dann bin ich selber schuld, aber ich darf mir auch dann die Freiheit nehmen, mich tiefer mit was zu beschäftigen oder was nur schnell durchzugehen und ja. Eben, ich denke einfach, dass da grundsätzlich eben wirklich umgedacht werden muss, ganz allgemein, auch von den Eltern, die so diesen Druck machen. Das hatte ich glücklicherweise nicht. Vielleicht war ich deswegen auch trotzdem immer noch lernbegeistert. Aber eben sowas ist langsam und ich möchte eigentlich mit diesem Video ein bisschen dazu beitragen für die, die es sehen, dass sie vielleicht darauf aufmerksam werden. Eben auf das Buch, auf den Film und so weiter, die ganze Thematik. Und ja, also ein Zitat noch eben vom Vortrag von André Stern und Arno Stern, seinem Vater, den ich gesehen habe. Da war auch das Thema Spielen. Und was mir da die Aussage besonders gut gefallen hat, war, es gibt zum Lernen nichts Besseres als Spielen. Also ist ja logisch, oder? Aber das Beste dann die Frage, wie kann man Kinder effizient motivieren, mehr zu lernen und weniger zu spielen? Ja, das ist dann eben die Frage, wieso soll man das überhaupt? Als ich mal Nachhilfe einem Mädchen gegeben habe, muss ich auch merken, das ist ja genau, was die Schüler brauchen oder allgemein die Leute, diese Freude am was. Also bei ihr war es da Mathe, aber irgendwie bei uns war das so in einem guten Klima, dass sie, hatte ich das Gefühl, sogar Mathe gern gemacht hat, da in den Stunden, wie wir da zusammen waren. Und ja, ich denke, dass man allgemein mit ein bisschen kleinen Veränderungen schon im Tonfall, wie man miteinander umgeht, von Schüler zu Lehrer oder auch über das Denken, wenn man jetzt als Schüler selber will was verändern, dass da schon einiges in die richtige Richtung getan wird. Ja, dann wünsche ich euch noch viel Freude mit den Sequenzen von André Stern und bis zum nächsten Mal. Und so kann ich mich auf eine eigene, also auf eine ähnliche Weise vorstellen. Schönen guten Abend. Und zwar, ich heiße André, ich bin immer noch ein Bub. Ich bin ein 43-jähriges Kind. Ich esse weiterhin keine Bonbons und zur Schule gehe ich immer noch nicht. Und somit hätte ich mich eigentlich vorgestellt, doch möchte ich so im Vorfeld einige Dinge erwähnen. Das erste Ding, das habt ihr auch gleich bemerkt, ist folgendes: Deutsch ist nicht meine Muttersprache, sondern eine, die ich relativ spät kennen und lieben gelernt habe, mit 20. Und meine Eltern, mein Vater darf ich vorstellen, meine Eltern
haben sich niemals gegen die Schule entschieden. Das sei mal erwähnt, sie haben sich nicht gegen etwas entschieden, das haben wir auch unser ganzes Leben lang nicht getan. Sie haben sich für etwas entschieden und dieses dafür, das war für die spontane Veranlagung des Kindes. Und man begeistert sich für alles, für die kleinsten Dinge, also und zwar immer wieder und ganz körperlich. So, und dieselbe Menge Begeisterung. Wisst ihr, was die Statistik aussagt, wie viele Male wir Erwachsene dieselbe Menge Begeisterung, wie oft wir dieselbe Menge empfinden? Zweimal oder dreimal im Jahr. Aber, weil ich bemerkt habe, dass du zum Beispiel, ich werde heute Abend alle duzen, nach dem Vortrag sitze ich euch alle wieder. Aber wenn ich bemerkt habe, wie du dich begeisterst, anscheinend mehr als die drei Male pro Jahr, dann muss ich dir was berichten. Das heißt, wenn du dich fünfmal begeisterst im Jahr, bedeutet das, dass du zweimal den Teil von einem anderen genommen hast. Aber die frohe Nachricht, und das ist wichtig, ist folgende. Begeisterung ist die einzige Ressource auf Erden, die völlig vollkommen unbegrenzt ist. Und sogar je mehr man sie verbraucht, umso mehr davon gibt es. Also bitte, damit nicht aufhören. Und die Frage ist, wenn wir auf die Welt kommen als Begeisterungsbündel, was passiert dann? Oder noch besser, was würde passieren, wenn wir in diesem unserem nativen Zustand nicht unterbrochen wären? Und würde man sie nie unterbrechen, so würden sie immer spielen. Und das Interessante dabei ist, dass Kinder eben diese Hierarchien alle nicht kennen, wie vorher erwähnt. Die kennen diese Hierarchien nicht. Für Antonin ist eigentlich Müllmann verständlicher und relevanter als Anwalt. Und das merken diese Männer. Und das ist das Interessante. Er ist da, voll Begeisterung. Der kommt mit. Der kommt jeden Tag wieder. Der jeden Tag um 17 Uhr auf die Straße gehen, weil das die Zeit ist, wo die Müllmänner draußen sind. Und das haben diese Männer auch bemerkt. Sie haben bemerkt, da bewundert sie jemand. Und sie sind zu unterst auf der Leiter. Das heißt, sie sind so nicht gewöhnt, dass sie jemand bewundert, dass ihr Herz schmilzt, wenn sie sehen, dass ein kleiner Mensch sie so bewundert. Und dann ist er sehr schnell natürlich zu einem Star geworden unter den Müllmännern in unserem Quartier in Paris. Das merken sie sofort, weil der eine Polizist, der also rechts sieht vom Passagierplatz, der macht das Fenster auf, der merkt in Frankreich, Polizei, billige Autos. Lehnt sich so ein wenig dran. Hey, willst du die blauen Lichter sehen? Und Armin explodiert, boah Freunde, das blitzt so blau, das hat er noch nie in Natura gesehen. Und das freut auch die beiden Polizisten und der Fahrer versucht irgendwie auch sich zu beteiligen und sagt, beugt sich über den Kollegen und sagt, hey, weißt du was, das ist der Funk. Also einsteigen dürfen sie ihn nicht lassen. Und Antonin kommt näher und dann sagen sie, und das ist der Knopf und die erzählen ihm so die Dinge. Das Spannende ist, inzwischen ist die Ampel grün geworden. Und ihr wisst wahrscheinlich, wie das in Paris ist, wenn die Ampel grün ist. Du hast einen Spielraum von 2 Millisekunden. Und da komischerweise ist die Ampel grün geworden und es hupt niemand. Es hupt niemand und die zwei merken das nicht und spielen weiterhin mit den Dings. Bis die Ampel wieder rot wird. Und das hat noch immer niemand protestiert. Wie anders würde die Stadt aussehen, wenn an allen Kreuzungen die Streifenwagen nicht fahren würden bei Grün, weil sie gerade mit einem kleinen Kind beschäftigt gewesen wären. Diesem kleinen Jungen ist auch dieses Gebilde geschehen. Das Kind steht verwundert davor, weil es ja ohne seinen Willen geschah. Und die Vernunft findet eine angemessene Rechtfertigung dafür, es ist ein Mensch. Leider nicht, weil, wobei es in der Schweiz nicht so schlimm ist wie in Deutschland. In Deutschland musst du in das Gebäude Schule gehen, fertig. Sonst holt dich die Polizei. Zum Glück gibt es in der Schweiz, das Gesetz ist nicht überall gleich. Es gibt andere Kantone, wo es andere Möglichkeiten gibt. Nun ist die Frage, was ist dir wichtiger?
der Wohnort oder diese deine grundlegende Freiheit? Also für mich kommt es nicht in Frage, in einem Land, ich rede nicht mal von einem Kanton, in einem Land zu leben, in dem diese meine Freiheit nicht ermöglicht wird. Und das ist sehr merkwürdig. Ich appelliere überhaupt nicht für die Abschaffung der Schule, ganz im Gegenteil. Aber über die Schulpflicht, darüber sollten wir nachdenken. Am Beispiel Deutschland zum Beispiel. In Deutschland gibt es nicht mehr, in Deutschland ist also absolute Schulpflicht, in Frankreich gibt es keine Schulpflicht. Und in Deutschland gibt es nicht weniger Schulabbrecher und Versager und Verbrecher als in Frankreich. Und in Frankreich gibt es nicht mehr Schulverweigerer, Schulabbrecher oder Verbrecher als in Deutschland. Erstmals. Und zweitens sagte mir kürzlich eine deutsche Mutter, als Frau kann ich in Deutschland tun und lassen, was ich will. Das haben wir als Frauen erreicht. Wir haben gekämpft, jahrzehntelang, um diese Rechte zu haben. Jetzt haben wir diese Rechte. Jetzt habe ich das Recht, in Deutschland zu tun und zu lassen, was ich will, als Mutter aber nicht. Das ist merkwürdig. Politik machen aber wir. Ich bin sehr gerne in die Schule gegangen, war sehr befissen auch, habe sehr gut gelernt, sehr viel Unnötiges. Zum Beispiel konnte alle Städte und die Anzahl der Bewohner konnte ich auswendig hinsagen, die Geschichtsdaten der französischen Geschichte konnte ich alle wie ein Computer konnte ich vortragen. Das alles hat mir im Leben überhaupt nichts genutzt. Ich war zwar ein guter Schüler, aber alles, was ich von der Schule her mitgebracht habe, hätte ich auf eine andere Weise natürlich auch erfahren können. Und das Wesentlichste habe ich ja außerhalb der Schule erfahren. Also das mit der Disziplin, ja, wird mir auch oft gesagt, da muss ich etwas erzählen, ja, eben auch die Tatsache, dass es im Leben nicht nur angenehme Dinge gibt und dass Begeisterung und Freude schön und gut sind, aber dass man sich im Leben auch ab und zu so anstrengen muss, dass man über die eigenen Grenzen hinweg, also hinauswachsen sollte, dass man sich ab und zu überwinden muss, das alles gehört, gelernt und Disziplin, du, der nie in der Schule warst und also so viel Freiheit erlebt hast, wie hast du es mit Disziplin, nicht wahr? Als ob Freiheit das Gegenteil wäre von Disziplin. Und diese meine Freiheit, die ja wirklich eine vollkommene Freiheit gewesen ist, die wurzelte in einem ganz strengen Gerüst. Und dieses Gerüst bestand aus Spielregeln, wie zum Beispiel die familiären Regeln, dass man zu Hause keine Schuhe trägt, dass man sich die Hände wäscht vor dem Essen, das sind kleine Details, dass man alle zu der gleichen Zeit ist und so weiter zusammen. Das waren so die kleinen Regeln. Und dann sind das alles Rituale und Kinder mögen Rituale und so weiter. Also keine Freiheit ohne Struktur, erstens. Und zweitens, das, was das über sich hinauswachsen, also die Disziplin, sich zu überwinden, haben Sie gerade gesagt, nicht wahr? Es ist erstaunlich, dass wir immer wieder eingetrichtert bekommen und somit werden wir auch konditioniert. Und wir werden im Glauben irgendwie unterhalten, dass Disziplin etwas ist, das von außen über einen irgendwie gestülpt wird. Und das ist eigentlich genau das Gegenteil. Dann werden im Gehirn des Kindes dieselben Netzwerke aktiviert wie bei körperlichen Schmerzen. Das auch sollte man sich hinter die Ohren schreiben. Na gut, und dann ist ein Kind in der Schule kein Held mehr, weil es von den Lehrern nicht gesehen und nicht wertgeschätzt wird, weil es von den Mitschülern und so weiter, weil es eben erniedrigt wird und so weiter. Passiert immer wieder, dann kommt es nach Hause und dann wird es zu Hause auch nicht gesehen. Dann kriegt er wahrscheinlich noch die Antwort der Junge, naja, und was hast du schon wieder angerichtet? Das ist doppelte Bestrafung. Du bist kein Held in der Schule, in deinem schulischen Alltag, und plötzlich bist du in deinem häuslichen Alltag auch kein Held mehr. Wo kannst du noch ein Held sein, der jeder sein möchte? In dieser virtuellen Welt. Plötzlich bist du der Wuchtige. Plötzlich bist du derjenige, der bewundert wird. Plötzlich bist du der Sieger. Plötzlich bist du wieder ganz einfach ein Held, was jeder sein möchte. Und dann ist es nicht erstaunlich, dass das Kind Zuflucht sucht in diese Welt hinein, in der es wieder ein Held sein kann. Dann ist diese virtuelle Welt eine Gefahr und sonst ein wunderbares Werkzeug.
Amazon. Und die Wiege gelegt bekommen. Und nein, aber nicht. Nicht? Man hat das gelernt. Weißt du, für irgendwie 5 oder 10 Minuten Video braucht man. Eben gelernt? 2 Stunden eben nicht. Und dann wird man gesprochen. Ja, ich habe gelernt.